So, willkommen zurück. Wie ich ja schon im letzten Video gesagt habe, das nehme ich jetzt direkt im Anschluss auf. Im letzten Video sind wir hergegangen, haben die Quarzquelle aufgebohrt. Und die Kupferquelle aufgebohrt, eine zweite Frachtstation gebaut, damit jetzt unser Eisen und unser Kupfer in einer eigenen Frachtstation oder einem eigenen Waggon transportiert werden. Ist aber wieder klasse, ich habe keine Kabel dabei. Halt, das habe ich im Bauzug theoretisch. So, es hat hier schon mal funktioniert. Der hat mal wieder was eingeladen. Hoch. Zack, zack. So, und damit fährt der Zug erstmal wieder. Ich kann jetzt auch schon mal einstellen, dass er auslädt. Das sind unsere beiden Container, wo sowohl die Eisenbahnen. Die sind sogar ziemlich voll. Und unser Kupfererz rein muss. Jetzt habe ich nur ein Problem. Das Material kommt ja hier raus. Und von da aus würde ich jetzt eigentlich dazu tendieren, die zu verschieben. Was jetzt nicht ganz einfach ist. Ganz einfach aus dem Grund, weil die zum Teil voll sind. Da macht es natürlich keinen Spaß, die zu verschieben. Und hier unten habe ich natürlich auch schon meine anderen Förderbänder sitzen. Das schauen wir uns dann noch an. Das machen wir jetzt erstmal. So. Was mache ich da jetzt? Naja, ich lasse die jetzt einfach überlaufen in den anderen Container. Mit den Eisenbahnen bin ich relativ schmerzlos. Kupfer kommt gerade auch nichts an. Also, und dann schnell umfüllen. Fundamentdurchführung. Das gleich ganz anders. Ich wollte hier ursprünglich näher ran. So. Dann, damit ich nicht ganz außen rum immer muss. Runter. So, was ist was? Das ist Kupfer. Woher weiß ich das? Da ist die Kupferfabrik, da hinten ist die Eisenfabrik. Deswegen wird das wohl so sein. Ist ja echt clever, ne? Ich habe den Container jetzt genau da hingesetzt, wo ich jetzt gleich mit den oder wo das Förderband hier langläuft.
sogar ein relativ wichtiges Vorderband, das sollte ich jetzt nicht allzu lang unterbrechen. Kriegt man aber alles hin. Das wieder laufen. Ich habe hier wieder genug Platz. Ich glaube, das eine Vorderband drehe ich gleich doch noch rum. Es sieht ja nicht hübsch aus. Das sieht doch passend aus. So. Besser, nicht schön, aber besser. Aber ein Knick ist trotzdem drin. Nicht so genau hinschauen, bitte. Mein Monk schreit gerade um Hilfe. Hallo, da vorne will ich hoch. Also manchmal bin ich entweder zu blöd zu steuern oder das Spiel macht sich ein Eigenleben. So. Mach mal den da unten weg. Holen uns einen intelligenten Splitter. Wo muss der hin hier? Das ist Nummer 1. So, beim ersten muss links. Eisenbahnen geradeaus Überschuss, das ist wichtig. Und hier muss Kupfererz und geradeaus auch wieder Überschuss. Das ist ein Container, da läuft alles rein, was im Prinzip nicht verarbeitet werden kann oder nirgends aufgenommen wird. Deswegen kommen da jetzt Fusionatoren dran, um den Satz zu vervollständigen. Und jetzt kann ich eben genau falsch setzen. Moment. Irgendwie könnte man meinen, man spielt mal zwei Tage nicht und dann hat man alles wieder verlernt. Das funktioniert jetzt, weil der nicht. Ich habe die Splitter aufeinander gesetzt und nicht am
Vorderband eingerastet, sonst hätte ich den da ja nicht hinsetzen können. Durch den kleinen Trick kann ich jetzt halt schon was eingefügt. Nichts eingefügt, kopiert. Die Container zur linken kommen ja weg, sobald die leer gelaufen sind. So, jetzt wollte ich ein bisschen Eisenbarren unter Umständen vernichten. Damit kann ich aber leben, weil die sowieso vollgelaufen sind. So. Grau ist alle Theorie. Das heißt, der Überschuss, wie jetzt die Eisenbarren, laufen dann quasi in den Container und werden dort hinten dann geschreddert. Eigentlich wäre es ganz gut, wenn der Container hier volllaufen würde, weil der ja einen gewissen Puffer haben muss. Die schmeiße ich jetzt weg. Gut. Der ist leer, dann machen wir den weg. Auch. Dort stellen wir jetzt nichts mehr ein. Warum mache ich jetzt den ganzen Umbau? Es ist einfach so viel Material durchgekommen. Das konnte ich. So viel Material konnte ich pro Minute gar nicht mehr in den Bahnhof rein- oder rausladen. Und deswegen habe ich das jetzt eben aufgesplittet. Also ich war bei 960 Material pro Minute. Das ist einfach, ja, zweimal MK4-Förderband. Dann ist halt Schluss, ne? 297 Gegenstände pro Minute jetzt noch. Und hier sind es 437. Da merkt man schon, ich komme einfach ans Limit. Wenn ich jetzt MK5 hätte, könnte ich damit beide leer laufen lassen. Das würde dann schneller gehen. Aber so komme ich jetzt halt wirklich an meine Grenzen. So, jetzt können wir mal schauen. Was macht meine Kupferproduktion? Ich glaube, die hat immer noch Kupfermangel. Unterm Strich eigentlich nicht, aber vollgelaufen, vollgelaufen, vollgelaufen. Perfekt. Dann würde ich sagen, bauen hier noch kurz ein paar Schmelzen dazu, damit ich einfach wieder mehr Kupferbarren in Reserve bekomme. Meine Fabriken laufen alle im Überschuss. Das ist die einzige Variante meiner Meinung nach, wie man eine zuverlässige Fabrik bekommt. Das auf Kante genäht arbeiten haben wir, glaube ich, schon oft genug im echten Leben erlebt. Wenn es keine Lager gibt und der kleinste Fehler auftritt, fällt das ganze Kartenhaus zusammen. Ja, diese Just-in-Time-Lieferung. Warum haben wir denn so viele Artikel, die nicht lieferbar sind? Ja, wenn das Lager leer ist und nicht rechtzeitig geliefert werden kann und der vorne am Anfang der Lieferkette das Problem hat, dann wird es richtig schwierig. Und
Und vor allem bekommt man dann ja auch Probleme, wie will man denn das wieder reinholen? Ja, man hat ja keine Chance dann zu sagen, ja, ich produziere jetzt halt mal 2 Tage ein bisschen mehr. Nee, die Fabrik kann es ja nicht. Also, wie soll das funktionieren? Deswegen, meiner Meinung nach, muss eine Fabrik immer im leichten Überschuss arbeiten. Natürlich nicht keine riesen, keine 10.000 mehr als man braucht. Aber ein Überschuss muss einfach da sein, dass eine Fabrik wieder einen Rückstand einholen kann. Und eine Stromschwankung, wenn manche sagen, dann läuft da, braucht die Fabrik unregelmäßig Strom. Das ist meiner Meinung nach sowas von uninteressant. Zweifel setzt man sich eine Batterie hin, die das wieder ausgleicht, aber man sollte ja sowieso, das läuft jetzt schräg wegen dem Stapel hier, sonst würde ich da reinklippen. Ja, das sieht doch besser aus. Mal schauen, ob das sich hier langsam auffüllt. Ja, über viele Wörter übers Gleiche. Braucht einfach ein bisschen Puffer in der Produktion, eine leichte Überproduktion und vielleicht zwischendrin ein paar Puffer, die ein bisschen was aufnehmen können. Puffer kann auch ein volles Förderband sein. Ich habe ja hier stellenweise 20 Kupfererz drauf liegen. Das heißt, wenn jetzt kurz der Strom ausfällt und die anläuft, dann kann die von hier aus gleich wieder nachschieben. So, füllt der sich auf. Ja, er läuft langsam voll. Also viel mehr darf ich nicht mehr. Da muss ich wirklich wieder neues Kupfererz besorgen. Schauen wir mal. So, die ersten bisschen mehr wie 15 Minuten sind um vom Video. Das ist ja unsere Gewebeproduktion. Was brauchen wir denn als nächstes? Ich würde sagen, modularer Motor oder adaptive Steuereinheiten, dass wir mal die Weltraumphase abschließen können. Den baue ich noch nicht. Die baue ich noch nicht. Modulare Motor baue ich auch noch nicht. Was ich auch noch nicht habe, ist der Highspeed-Anschluss. Das alles habe ich schon in meiner Fabrik. Würde ich sagen, wir machen doch einfach mal die Highspeed-Anschlüsse, damit wir da schon ein bisschen das Lager füllen können. Ach, leidiger Fehler, gleich bin ich wieder da. Er ist zurückgesprungen in meinen letzten Hypertube, die ich benutzt habe. Kleiner Moment. So, wieder zurück im Spiel. Wo sind wir denn jetzt? Da landet man immer so ein bisschen willkürlich. Also es ist irgendwie, ich nenne es ein Bug, das kann nichts anderes sein. Man betritt eine Hypertube und landet manchmal aber in der Hypertube, die man als letztes benutzt, davor benutzt hatte. Man muss einmal nur ins Hauptmenü und wieder ins Spiel rein, dann ist man wieder richtig. So, was haben wir hier alles? Statuen schon wieder. Da habe ich doch erst massiv aufgebaut.
ans Tor. Das ist ein Stockwerk tiefer. Aber da ist doch alles da. Material haben wir genug da. Brauchen wir halt noch mal eine Fabrikation dafür. Das ist ja relativ einfach. Wir müssen das ja nur kopieren. Statue. Sagte er. Das heißt, ich brauche einmal den Kupferdraht und ich brauche einmal die Röhren. Jetzt muss ich ein bisschen was Unschönes machen. Das ist der, was heißt Nachteil, ein bisschen der unschönere Teil, wenn man die Fabrik so aufbaut. Irgendwann, ab einer gewissen Stockwerkanzahl, hat man halt relativ viele Überschneidungen. Aber beim normalen Fabrikaufbau ist es ja auch so, dass man öfters... Kein großes Theater. Öfters mal drüber, drunter, links, rechts gehen muss. So. Und die Röhren, die sind da oben. Man kann ziemlich einfach so nachrüsten. Das Problem dabei ist nur, irgendwann laufen die Fabriken ja jetzt im Vorne raus wieder nach. Ja, weil die im Puffer ja wieder auffüllen und so weiter. Und dann kann es sein, dass man schlagartig die Stromversorgung lahmlegt, überschreitet. Aber aktuell, ja, man merkt ja, die wird jetzt ein bisschen, ja, ruhiger, wenn man so sagen will. Keine Kupferröhren? Doch. Kupferröhren, Stahlröhren. Ich habe auch nicht bei den Stahlröhren angedockt, sondern bei irgendwas anderem. Ach ja. Zack, und nochmal 5 Statuen mehr. Ja, so wie die volllaufen, ist auch genug Material da. Ich könnte jetzt noch das Förderband updaten, da kommt einfach nicht mehr durch. Sieht man ja. Das muss ich irgendwann demnächst mal auf den MK4 aktualisieren, aber noch reicht's. Gut. Dann wollte ich die Highspeed-Anschlüsse machen. Stockwerk, ob wir da Platz haben. Mehr als genug. Das ist der Motor. Müssen wir mal warten, da müssten jetzt Statuen eigentlich kommen.
Dann machen wir das doch mal so, dass nach außen nur noch der U Überschuss läuft. Dann wird erstmal die Fabrik versorgt. Es dauert zwar jetzt eine Weile, bis wieder was Richtung Lager läuft, ansonsten habe ich noch keine andere Produktion dranhängen. Jetzt läuft halt das Förderband voll und ja, ist halt erstmal so. Aber mir ist wichtiger, dass die Statoren hier erstmal im eigenen Lager verteilt werden. Dass wir hier unsere Motorenproduktion wieder hochbekommen. Denn mein Problem ist, ich brauche jetzt für die modularen Motoren, ja, der braucht ja wieder zwei Motoren zum Beispiel. Die sollte ich ja produzieren. Da sind keine dabei, aber wie man sieht, 15 automatische Verkabelung, das ist eine ganz schöne Hausnummer. Muss ich nachher mal schauen, wo ich das überhaupt herkriege. Das reicht mir so oder so noch nicht. Da muss ich noch richtig Gas geben. Das heißt, ich werde auf alle Fälle nochmal eine Motorenfabrik nebenan stellen. Ja, da reicht natürlich das die Statoren wieder nicht mehr, weil ich bräuchte jetzt schon 20 Stück. So viele habe ich noch gar nicht. Das muss ich jetzt mich einfach drum kümmern. Rotoren, schauen wir mal. Statoren. Setzen wir mal hier hin. Dann bauen wir halt mal schräg. Statoren. Jo. Machen wir das jetzt. Könnten natürlich auch tricksen. Also mein Problem ist ja aktuell, dass ich keinen Lift mehr hier zwischen reinbringe, also drehe ich jetzt einfach die beiden um. Und den für die Statoren kriege ich ja hier noch mitten rein. Gerade noch so. Was heißt gerade noch? Geht ganz gut. Sieht jetzt nicht schön aus und bevor ich da jetzt so hässlich durchklippe, baue ich lieber das schräge Förderband. Und bei den Motoren kann ich im Übrigen auch gleich schauen, dass da nur das raus geht.
Gut, damit bleibt erstmal das Material hier in der Fabrik und der Überschuss geht dann aufs Verteilerband. Auch da habe ich noch nichts, was außerhalb geht und somit müsste eigentlich die Fabrik gleich viel besser laufen. Kabel hat aber ein komisches Symbol. Ja, besser. Dann wollen wir mal Strom ran und fangen an. Turbodraht. Oh, 210. Holla die Waldfee. Wo ist mein Turbodraht? Weit unten habe ich so ein Gefühl. Sogar das ganz untere. Das ganz untere Förderband. Komme ich hier ganz nach unten? Lustig, ob ich das treffe. Wo ist denn das ungefähr? Genau auf der Linie. Sehe ich ja gleich, ob das Richtige hochkommt. Da kommt nicht das Richtige hoch, weil ich das Falsche gebaut habe. Splitter wäre vorteilhaft. So, da haben wir unseren Turbodraht. Kabel. 240. Das wird aber. Muss ich glaube ich eher schon. Na, hat die Förderbänder mal langsam alle updaten. Wie kriege ich jetzt raus, wo was liegt? Abrissmodus und immer eins hochgehen. Da kommen die Kabel. Wie vorhin nicht irgendwann gesagt, ich habe auf alle Fälle kein Kabelmangel, das ist glaube ich falsch. So, und jetzt noch die Platinen. Die sind relativ einfach, die liegen hier. Gut, Highspeed-Anschlüsse. Heißt aber auch, ich brauche jetzt ein neues Förderband, wo das Produkt draufkommt. Hatte ich ja noch nicht.
Also, fangen wir mal an. So, dann wollen wir mal hier die Highspeed-Anschlüsse auch drauf füttern. Brauchen wir nicht mal meinen Lift. Fusionator. Rascht jetzt sogar mal ein. Das ist ja ganz nett, dass das Spiel mal wieder das tut, was es tun sollte. Untätig. Ja, konstruiert. Also kümmere ich mich mal um Kabel und um den Turbodraht. Turbodraht müssen wir, glaube ich, in erster Linie nur die Förderbänder mal aktualisieren. Dann glaube ich schon. Das hätte ich jetzt nicht aktualisieren müssen, aber erfahrungsgemäß ist das genau das, was man nachher vergisst. Keine Stahlbetonträger mehr. Nein, da will ich nicht rein. Ich möchte da rein. So. Auch auf alle Fälle Eisenplatten und Stahlträger. Ein Beton könnte nicht schaden. Zumindest auffüllen. Auffüllen. Dann die Stahlträger. Das läuft jetzt schnell. Da ist ein Industriecontainer drunter, der das jetzt einfach wieder auffüllt. Deswegen läuft es gerade so schnell nach. Eisen. Platten. Fällt mir ein, bevor ich es vergesse. Ich brauche ja wieder Beton im Zug. Der Container läuft jetzt in meinem Bauzug, das heißt, ich fülle gerade meinen Bauzug wieder auf nebenher, wo ich es nachher wieder vergesse. Und schauen wir mal, was nachher noch fehlt. Der Weg ist ja nicht weit. So halte ich vor beim Updaten, ne? Fehlt dir noch der Lift? Das
Vorderband nach hinten ist, glaube ich, schon aktualisiert. Nein, noch nicht. Also, es wird jetzt echt mühselig. Das ist nämlich ein ellenlanges Vorderband. Habe. Von der Produktion her müsste das eigentlich fast passen. Platz im, ja. Nur nachgeschaut, ob ich noch Platz im Inventar habe, sonst kassiere ich gleich irgendwann lauter Kisten. Da habe ich natürlich auch keine Lust drauf. Oh oh. Das reicht nicht. Läuft mir natürlich erstmal der Container leer. Natürlich auch aufpassen, ob der grüß dich. So. Scheint aktuell gleich zu bleiben. Wenn wir schon da sind, dann bauen wir halt kurz aus. Ist voll. Zuckt auch nicht. Da könnte ich ja noch weiter ausbauen, das wäre ja kein Problem. Aber grob überschlagen sollte das eigentlich reichen. Voll. Okay. Sprint. Das ist das alte Turbodraht. Vorderband könnte ich auch mal abreißen bei Gelegenheit.
Das ist die Vorbereitung für eine Quarzfabrik. Brauche ich nachher noch mehr. Aktuell wird da ja nicht wirklich viel gemacht. So, das Vorderband ist wieder voll. Dann schauen wir mal. Hui, das läuft aber schön flüssig da weg. Jetzt müsst ihr aber schon, halt, da wollen wir lang. Ja, das sieht aber, wir laufen auf Kante. Müsste ich mal bei Gelegenheit noch aufbohren. Da müsste ich mal schauen, was mir da noch fehlt. Nein, verkehrt rumgebaut. Wir machen halt noch mal was Motoren. Nee, Statoren. Das wäre eigentlich hier. Das wird jetzt aber gleich ganz hässlich. Monk macht die Augen zu. So, und jetzt noch die Stahlrohre. Das ist, glaube ich, eher weniger ein Problem. Die Frage, ob ich treffe. Ach, hat er auf die Mitte zentriert. Naja, gut, okay. Dann müsste ich aber erstmal versorgt sein. Wenn nicht, kann ich auch mal eine Schnecke versenken, um wieder ein Gebäude zu bauen. Oder Gebäude ein bisschen zu pimpen. Pimp my building oder so ähnlich. So. Was haben wir noch? Ja. Eigentlich wollte ich oben. Habe ich den noch einen weiter oben gebaut? Highspeed-Anschlüsse. Drehen schon fröhlich ihre Runden. Also was ich bis zum nächsten Video machen will, ist, ich baue oben noch mal ein Vorderband drauf. Der Überschuss geht ins Lager. Ja. Mache ich im nächsten Video, denke ich. Also liebe Leute, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und wenn ihr ein bisschen Lust habt, drückt doch auch ein Däumchen. Das wird mich auch mal freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.